Prinzip und das Einzige, was mir absolut nicht gefällt, ist diese, ich nenne es jetzt mal Start und Y, Start und Select Button. Das gefällt mir Ja, die Position überhaupt nicht. Also jetzt das von dem stimmt. Options Button und von dem Share Button, Ja. die liegen nicht gut. Das muss man sagen. Der Rest bin ich positiv begeistert dann doch. Es gibt Ja, ja das die stimmt Hardware, die schon. machen ordentlich Also, Damage, ne? da merke ich nichts Ja, von. mir schon, weil sie auf mich gehauen haben, während sie mich umkreist haben. Oh, Ah, das gibt's doch gar nicht. Was kriegst du denn oh, immer für ein Scheißdreck, bitte? jetzt wird's lustig. Kommt schon. Ach, was ist denn das? Das grüne Ach, das Auge. glaube ich Das doch grüne noch. Auge. Oh. Willst du mich verarschen oder was? Was hat denn das an Stats überhaupt? Intelligenz kannst du nötig haben hier, ey. 420 Geschick. Ich habe halt jetzt einfach mal 22.000 DPS mehr und ich habe nur Oh, 80.000. leck mich doch um einmal, ey. 0,25 Angriffe pro Sekunde mehr. Chance von 26% auf ein Gegacker, wenn ihr angreift. Das ist ja wohl ein bisschen viel Spaß beim Let's Play zu hören. Auf 1800 DPS, da lag ich ja gar nicht so falsch, als ich vorhin drum rumspekuliert habe, ne? Ja, das so Fehlt dieses nur noch ein sehr, Sockel. sehr abartig, ey. Fehlt nur noch ein Sockel. Was Ich ist hier sag ja, wir los? müssen den Akt 2, 3 mal machen, damit wir dann wirklich die Sachen haben, um da durchzukommen. Ja. Ja, waren aber beim Controller stehen geblieben. Ja. Du warst bei Share und Ja, wie Dingsbutton. gesagt, die Buttons von der Position her gefallen mir überhaupt nicht. Und ich finde, diese Gummierung einfach find ich nicht so gut. Ja. Muss ich sagen. Die haben an der Unterseite von dem, wie nennt man das? Von der Halterung so Von eine den Griffen Gummierung, von halt, den ne? Griffen, so eine Gummierung und die gefällt mir nicht so. Ist aber wahrscheinlich Geschmackssache, ja. Ja, es ist aber keine Gummierung, es ist Ja, es ist ein so. Material, das ist kein Ja, Überzug, aber der es sieht aus abgeht. wie so eine Gummierung Ja, das einfach. schon. Deswegen, ich habe es jetzt Gummierung genannt, ja. Das ist. Ich weiß nicht, das fühlt sich nicht so schön an. Ich Finde mag's ich lieber den. als den glatten Ich Kram nicht. hier. Ich nicht. Na gut, dann ist es halt gewöhnungsbedürftig, aber wie es sein soll es dann doch. Und wie gesagt, Select und Startbutton sind scheiße. Fertig. Das ist mein Fazit dazu. Ja, das stimmt. Also da muss ich auch dazu sagen, nicht unbedingt, dass ich jetzt sagen würde, ich verdrücke mich oder so. Ich suche sie einfach auf dem Controller, dann wenn Ja, ich sie drücken will. das Und ist das das kann halt, Problem. ist irgendwie, und die sind auch so ganz klein, mini Ja. gehalten. Und wenn, meine Meinung nach, sollten sie diagonal und nicht senkrecht sein, dann das ist einfach Ja, genau. absolut Controller-atypisch, was man bisher einfach in den letzten 5 Jahren, 10 Jahren kennengelernt hat, ja. Das stört mich. Das stimmt schon, klar. Das ist ein bisschen nervig, das kann ich nachvollziehen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde den Controller zum Beispiel viel besser. Also ist im Moment mein Lieblingscontroller. Dadurch, dass er insgesamt massiver ist, er ist etwas schwerer als der Wobei DualShock man auch sagen 3. muss, mit dem Touch-Ding ist bisher überhaupt noch nicht so groß irgendwie Ja, ist was nicht so anzufangen. wirklich viel drin irgendwie. Bisschen schade. Selbst bei den Exklusivtiteln irgendwie. Bei Ja, NAC gibt es gar nichts irgendwie, wenn ich mich richtig ja. Bisher erinnere. zumindest noch nichts. Also ich wüsste zumindest Bei COD nichts. habe ich auch nichts gesehen. Doch, bei Bei. COD benutzt man es als, also im Multiplayer, Ja. um die Statistiken abzurufen. Also die Kill-KD-Punkte-Gedöns und Indem so. du drauf drückst, Indem oder? man draufdrückt, öffnet sich das. Okay. Also es wird quasi als weiterer Button benutzt, Ja, als genau. Select-Button quasi. Tut Weil Assassin's Creed auch. Select Das gibt tut es ja dann nicht die mehr, Map sondern ist ja aufrufen. jetzt diese Share-Geschichte. Ja. Das wird quasi als Select-Button dann einfach benutzt in dem Multiplayer-Titel. Multi-Plattform-Titel. Aber das ist auch das Einzige. Ja, ist einfach ein weiterer Button irgendwie. Das stimmt schon. Das ist so eine dämonische Ja, ich würde Essenz. sie gerne aufheben, krieg's aber nicht. Das ist Pech gehabt. Müssen die Gems vor allem auch mitnehmen, das sind ja jetzt die höchsten. Ja. So, dann müssen wir hier wieder raus. Finde die Sticks finde ich gut. Die fühlen Ja, an sich sich gut finde ich sie an. besser, wie gesagt, durch mir Weil die nicht so ist. rund rausstehend rund sind, sondern da geht es ja so nach innen ein Ja, ist so eine bisschen. Wölbung drinne. Ja, das finde ich ganz gut gemacht. Ich finde die Trigger ganz gut. Die fühlen sich. Ja, ich habe erst gedacht, die PS3-Trigger, die sind ja ganz gut vom DualShock 3. Aber mit diesem gewölbten, diesem konkaven, dass du halt nicht mehr abrutschen kannst. Ich bin jetzt vorher auch nicht abgerutscht, aber es wird sich bequemer haben, finde ich. Ja, das stimmt schon. Liegt ganz gut in der Hand, wenn ihr größere Hände habt. Oder ich weiß nicht, was heißt größere Hände? Groß, normal groß, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich kleine Hände habe, Ja, doch, ja. du hast schon so Mädchenfinger Ach, ist irgendwie. schon klar.
Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Naja, aber ich habe da, ich merke die Breite definitiv. Beim auf die Sticks kommen halt. Ja, für mich ist das halt von Vorteil irgendwie, weil ich komme hinten bei den Dual Shock aneinander dran, an den Dings und so, an die Hände. Ich habe zum Beispiel meine Mittelfinger sind ständig aneinander dran. Das siehst du auch am Konten. Pass auf hier, ne? Überhaupt nicht bei mir, da sind locker immer noch ein Zentimeter Platz dazwischen. Also ich habe die immer dran, ey. Und vor allen Dingen siehst du es bei meinen Controllern auch, wo diese Aufkleber sind mit Seriennummern und so. Da steht immer nach kürzester Zeit gar nichts mehr drauf, weil meine Finger halt dran rubbeln. Meine ist noch voll da. Und die steht überhaupt nichts mehr. Voll da, kein Problem. Ja, wir haben ja dieselben Zeit den Controller geholt. Ja. Das kommt da gar nichts bei mir. Mir ist überhaupt nichts mehr da auf der einen Seite. Okay. Also ja, da sieht man doch den Unterschied dann zwischen der Handgröße irgendwo. Und auch wenn du so mit den Analogsticks rummachst, kommst du halt mal aneinander. Oder natürlich komme ich trotzdem noch aneinander, aber nicht mehr so krass wie hier. Also man muss ein bisschen anders spielen, finde ich, weil dadurch, dass jetzt diese Wölbung da ist, ist man in der Wölbung drinne mit dem Finger, mit dem Daumen und geht nicht mehr dahinter, um nach unten zu drücken zum Beispiel. Ja, das ist aber ein gutes Punkt. Ja, natürlich ist es gut, weil das dann, weil wenn du zu lange nach unten rennst oder was, ist ja auch von dieser Kante, du musst es drückst es ja in den Daumen rein, auch. Ja. Dass du nochmal loslässt und quasi umkreist. Ja, das musst du jetzt halt nicht mehr. Das ist ganz vorteilhaft. Das ist praktisch. Aber das ist nur durch diese Wölbung halt. Ja. Stimmt. Ich finde, der fühlt sich insgesamt auch recht wertig an, muss ich sagen. Ja, aber wenn man es anders gehört hat, ne? In den Medien mal wieder. Also nicht irgendwie jetzt billig oder so, sondern ich finde ihn ganz gut eigentlich. Gut verarbeitet und so weiter und so fort. Der einzige Negativpunkt, den ich jetzt im Moment hätte, wäre, dass die Akkuleistung nach meiner Meinung im Vergleich zum DualShock 3 sehr gering gelitten hat. Ja. Vor allem auch, wenn man Richtung Wii U und Co. guckt, die sind dann doch. Aber ganz ehrlich. Lieber eine kürzere Akkulaufzeit als gar kein Akku. Genau, das ist nämlich der Punkt. So sehe ich die ganze Geschichte. Sehe ich ähnlich. So, das ist mir dann tatsächlich auch wichtiger. Dass du halt einfach einstecken kannst, du lädst den Kram auf, du kannst weiterspielen. Also das sind schon ganz wichtige Angelegenheiten. Definitiv. Das darf man nicht unterschätzen, auf keinen Fall. Ich meine, ganz ehrlich, die Xbox kostet schon 100 Euro mehr. Ja. Und verlangt dann von einem noch entweder, dass man ständig Batterien kauft, weil die Batterie war jetzt leer und wir haben jetzt bei Gott nicht. Ich bin durchgedingst, aber ist egal, wird die nächste Top da. Gucken wir jetzt mal kurz. Sehr egal. Wir haben jetzt bei Gott nicht den ganzen Tag 24 Stunden, 7 eine Woche lang durchgezockt oder so und die Batterien, die dabei waren, waren leer. Und wie gesagt, sie kostet schon 100 Euro mehr und verlangt dann von einem quasi, dass man dieses Play-in-Charge-Kit dann noch für 20 oder 25 Euro dazu kauft. Ja. Das ist... Was du bei Sony dann und auch bei Nintendo so mitbekommst. Ja, was man so dabei hat. Ganz ehrlich, da kann man ja quasi hingehen und nochmal 20 Euro dann draufrechnen. Kannst du im Prinzip wirklich 520 für die Xbox bezahlen. Ja, nicht nur das, sondern auch halt, du musst es quasi, wenn du zwei Controller willst, musst du ja musst dann rechnen, für den zweiten brauchst du dann 80 Euro. Ja, dann brauchst du noch einen Play in Charge. Ja, weil es macht ja auch keinen Sinn dann ohne. Sowas gab es ja sogar bei der... Ach, toll, der Intelligenz, na geil. Das gab es ja sogar schon bei der Wii, diese Play in Charge Kit, dann hast du aber gleich zwei bekommen. Ja, aber es war ja Fremdanbieter-Kram. Ja gut, war Fremdanbieter-Kram, klar. Wir müssen das Stadtportal benutzen. Ja. Ja, das ist halt so ein Kritikpunkt, den muss sich Microsoft gefallen lassen, nach meiner Meinung. Definitiv. Vor allem der Frechheit an der ganzen Geschichte ist doch, der Controller hat alle Vorkehrungen dafür, von vornherein, das ist ja nicht so, als dass man jetzt in dem Akku das Ladekabel dann reinsteckt. Ja. Nee, man steckt in den Controller, der Slot dafür ist schon vorhanden und alles. Es ist komplett darauf konzipiert, einen Akku da reinzubasteln. Ja. Warum tun sie den nicht ab Werk reinhauen? Ja, ich weiß es nicht. Das ist einfach nur so frecher Scheiß. So halt da irgendwie, als wären sie mit dem Controller nicht wirklich fertig geworden oder so. Keine Ahnung. Dann gucken wir mal, dass wir hier unser Zeug klein machen. Das finde ich hier zum Beispiel fast besser als dein Computer. Wieso? Weil du einfach nur X drücken brauchst. Okay. Beim Computer musst du ja dann jedes Ding einzeln anklicken und dann immer wieder da draufklicken. Ja. Bisschen blöd. So, jetzt haben wir alles weg.
Gehen wir hier noch die Blenen kurz lernen. Ich würde sagen, dass wir jetzt auch hier nur noch den Kram machen. Ja. So, dann nehmen wir das. Dann guck du mal. So, warte mal. Kann ich hier vielleicht jetzt mal was skillen? Auch noch nicht komplett. Na, dann kannst du das Rezept auch noch nicht lernen, denke ich. Erstmal reparieren. Was ist das für Werk noch, was ich machen? Ja, genau. Ist auch besser als verkaufen eigentlich von der Geschwindigkeit her, weil du ja nichts jedes Fenster extra aufmachen musst. Ja. Auch ganz praktisch. So, da habe ich ja eigentlich das gemacht, was ich wollte, ne? Ja. Rezepte kannst du ja noch nicht lernen. Ja, würde ich sagen, machen wir jetzt einen Cut an der Stelle. Ja, machen wir einen Cut. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt viele Informationen bekommen, ja, in der ganzen Session. Ja. Ja. Wir sehen uns hier weiter im Inferno-Modus jetzt. Ja, wir haben es überlebt. Endlich weit genug gekommen. Sind jetzt auch schon die Hälfte vom ersten Paragon-Level. Bin gespannt, wie es weitergeht und sage auf jeden Fall ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.